Wenn wir uns die letzten Tagen, ja gar Wochen an den Märkten anschauen, dann sehen wir, Bitcoin und Kryptowährungen sind unter Druck. Wir sehen Gold relativ gut performend über der 1900er Marke. Wird dieses Verhältnis zwischen Bitcoin und Gold so bleiben? Wird Gold weiter besser outperformen als Bitcoin? Das ist einer der Punkte in diesem Video. Und die Aktienmärkte, die laufen seitwärts bis leicht aufwärts unter dünnsten Volumina. Das war schon, naja, im Mai ein etwas träges Schauspiel, was sich da geboten hat. Wird das so bleiben? Vielleicht, aber wir haben ein paar Dinge, die jetzt aufs Tapet kommen werden, die uns beschäftigen werden, wahrscheinlich im Juni normalerweise, sind bestimmte Trends saisonal ja relativ zuverlässig. Das gilt auch für den Mai, allerdings nicht zum Beispiel für den Dollar. Und der Dollar könnte ein großes Thema werden jetzt schon im Juni, denn der Greenback, der war entgegen saisonaler Muster im Mai relativ schwach. Und das könnte sich jetzt bald umkehren. Warum, will ich Ihnen zeigen. Und das hat dann eben auch mit Gold und Bitcoin zu tun. Hier sehen wir zunächst mal Bitcoin zu Gold Relation, der obere Teil der Grafik von Michael Silver. Da sehen Sie, da sind wir schon an einem Extrempunkt, was die Performance von Bitcoin zu Gold betrifft. Gold ist ja ziemlich gut gelaufen, Bitcoin nicht so gut gelaufen. Unten sehen wir den Bitcoin-Chart. Wir sind um und bei $35.000 heute Morgen. Kryptowährungen bleiben weiter unter Druck. Es gibt jetzt Aussagen der Börsenaufsicht in den USA, dass man hier Kryptowährungen regulieren will. Aber es zeigt so ein bisschen, dass man gar nicht weiß, wo der Ansatz ist, wo man da wirklich anpacken soll. Wir haben diese Sache mit China. Wir haben also einen Gegenwind gewissermaßen gegen Kryptowährungen, vor allem Bitcoin. Und das sorgte dafür, dass derzeit die Preise nicht nach oben explodieren, dass dieser Zug, diese Manie, dieser Hype erstmal ein bisschen schwächer geworden ist. Und wenn wir über Gold sprechen, dann sehen wir, dass Gold ein bisschen der Realrendite vorausgelaufen ist. Normalerweise gibt es da einen ziemlichen Gleichklang zwischen dem Verhältnis zwischen Gold und der sogenannten Real Yield. Die Real Yield ist hier in dem Fall die 10-jährige Staatsanleihenrendite minus Inflation. Das ist derzeit negativ, weil wir eine ziemlich heftige Inflation haben, mindestens was die Daten zum Vorjahresmonat betrifft. Wir sehen, dass Gold da ein bisschen vorausgelaufen ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder muss die Realrendite folgen. Das würde bedeuten, dass die noch negativer wird. Gold hat profitiert immer dann, wenn diese Korrelation ins Negative driftet. Je negativer sie wird, umso besser für Gold, nämlich die Realrendite. Also da ist ein gewisses Gap. Da wird es vielleicht ein bisschen zu luftig. Normalerweise laufen die relativ parallel. Insgesamt die Kryptowährungen keinen guten Mai gehabt. Wir sehen vor allem Ripple unter Druck, 43%. Wir sehen aber hier in dieser Grafik, dass Gold mit am besten performt hat von vielen Assets, über 7% gestiegen. Ganz unten in Rot sehen Sie den Dollarindex, der eben schwächer war. Das ist überraschend. Normalerweise ist das ein guter Monat für den Dollar, nämlich der Mai, der ja heute endet. Und wir sehen auch die Staatsanleihenrenditen wenig verändert. Also Gold war so ein bisschen mit das Interessanteste noch im Mai, nachdem die Aktienmärkte sich auch wenig bewegt haben. Hier sehen wir nochmal die Kryptowährungen, die ordentlich angefangen haben. Anfang Mai ging es noch nach oben. Ripple dann 43% im Minus, Bitcoin 37%, nur Ether, Ethereum unter 10% im Minus. Also hier sieht man, das könnte sozusagen der neue Liebling werden, nachdem viele Banken auch sagen, ja, Ethereum, das sei, was den Energieverbrauch betreffe, deutlich besser, deutlich effektiver. Also hier möglicherweise ein Paradigmenwechsel in Sachen Ether in Relation zu Bitcoin. Wenn wir jetzt zu den Aktienmärkten kommen, sehen wir hier den S&P 500 oben in dieser Schiebezone zwischen 4060 Punkten und oben vielleicht die 4240. Wir sind also nach wie vor nicht aus diesem Kasten ausgebrochen. Alles, wie gesagt, unter dünnsten Volumina. Irgendwie so eine Trägheit, eine Frühjahrsträgheit fast schon, die hier zu greifen ist. Unten sehen wir den Nasdaq, der sich erholt hat von seinem Fall in letzter Zeit. Allerdings jetzt eben auch nicht hier seine obere Trendkanalbegrenzung brechen kann. Wir sind jetzt, was das Verhältnis Nasdaq zu S&P betrifft, auch an einer Widerstandslinie. Das könnte bedeuten, dass jetzt die Tech-Werte wieder leicht underperformen, nachdem sie jetzt ein bisschen aufgeholt haben. Sollte sich dagegen dieser Trend fortsetzen, dass Tech weiter gut läuft, dann dürfte das auch für den Gesamtmarkt positiv sein. Ich hatte am Freitag ja mein Marktgeflüster über
AMC gemacht, diese Aktie, die so hossiert ist am Freitag oder in der letzten Woche insgesamt, glaube 175% gestiegen. Und dann gibt es ja so ein paar Freunde, die dann sagen, Mensch, da sei ich doch überhaupt nicht auf dem neuesten Stand, da gäbe es ganz interessante Diskussionen und da sei viel Qualität in diesen Diskussionen über AMC, warum also dieser Kursanstieg berechtigt sei. Naja, ich halte das für eine aktive Mythenbildung. Zuerst ist der Glaube da und dann versucht man das zu rationalisieren. Das ist im Falle des Christentums auch so gewesen. Der Versuch sozusagen rational zu begründen, warum der Glaube gerechtfertigt ist. Hier sehen wir etwa mal den Vergleich zwischen AMC und Cinemark. Cinemark ist praktisch ein Konkurrent von AMC, auch im Kinogeschäft, hat aber 60% mehr Zuschauer. Also hat mehr Publikum, hat mehr Kunden, ist also faktisch größer als AMC und vor allem Cinemark hat auch eine relativ hohe Shortquote. 20% aller Aktien von Cinemark sind geshortet und wir sehen unten Cinemark die Marktkapitalisierung und oben parabolisch steigend die Marktkapitalisierung von AMC. Also das ist fundamental totaler Bullshit. Da kann mir jemand erklären, warum und was er will. Warum AMC, warum GameStop und so weiter. Es ist alles Quatsch. Es ist einfach nur ein Spiel. Und dieses Spiel, das geht so lange, bis es eben dann aus ist. Und wenn es aus ist, dann wird von diesen Argumenten, warum AMC, warum GameStop so toll ist und so unbedingt steigen muss, nichts mehr übrig bleiben. Nur noch Rauch und Schall. Schauen wir uns dann vielleicht noch abschließend einen wichtigen Punkt an, die Buybacks, die waren es, die Aktienrückkäufe waren es, die zuletzt die Wall Street vor allem gestützt haben. Die sind jetzt wieder etwas zurückgekommen. Ich hoffe, Sie können das sehen hier in der Grafik, wenn Sie da dann ganz rechts gucken, dann gab es diesen Spike und jetzt sind wir schon etwas weniger mit den Buybacks. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Das nimmt so ein bisschen den Rückenwind, den auch der DAX in letzter Zeit hatte. Hier sehen wir, dass wir da in der wöchentlichen Betrachtung so viele Kerzen mit langem Docht haben. Vielleicht Hanging Man Candles, also auf jeden Fall sehen wir, dass da wenig Bewegung ist, dass die Versuche nach unten immer wieder gekontert werden durch die Bullen, aber nach richtig oben geht es auch nicht raus. Wir sind in einer Schiebephase, die irgendwie nach einer Entscheidung drängt. Der RSI, relative Stärke beim DAX im Bereich 70, also schon am Rande, der überkauft hat. Heute übrigens aktuell die Meldung, dass die Fed die Deutsche Bank nochmal verwarnt. Möglicherweise kommt da die nächste Milliardenstrafzahlung auf die Deutsche Bank zu. Die Deutsche Bank hat es offenkundig nicht geschafft, Long-Running Problems zu fixen. Also da hat das Deutsche Vorzeigeinstitut mal wieder geglänzt. Es gibt ja im Prinzip keine Schweinerei, wo die Deutsche Bank jetzt nicht irgendwie auch einmal dabei gewesen wäre. Ne? Das ist so wie mit deutschen Urlaubern, wenn irgendwo was passiert, sind auch normalerweise immer Deutsche irgendwie mit betroffen, weil die halt überall sind. Also Deutsche Bank hier im Fokus war auch der schwächste Wert jetzt vorbörslich im DAX, wie ich gesehen habe. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem größeren Bild, zum makroökonomischen Bild. Wir sehen ja, dass der Dollar relativ schwach ist, Euro-Dollar so im Bereich 1,22. Die Frage ist, bleibt das so? Denn wir haben aktuell die Situation, dass die Inflation in den USA deutlich höher ist als in der Eurozone. Hier sehen wir das. Über 2% Unterschied. Und normalerweise folgt Euro-Dollar dann, naja, mit einer gewissen Verspätung diesen Inflationsunterschieden, denn höhere Inflation heißt, wenn die Amerikaner höhere Inflation haben, heißt schlichtweg, die Fed muss wohl eher auf die Bremse treten. Kann die EZB überhaupt auf die Bremse treten? Kann die EZB so tapern, so ohne weiteres wie die Fed? Da ist die Antwort wahrscheinlich nein. Wenn wir uns Italien anschauen zum Beispiel, dann sind fast die neu gekauften Anleihen durch die Banca d'Italia, also durch die italienische Notenbank, das ist praktisch alles durch die Notenbank erfolgt, nicht durch institutionelle Kunden, nicht durch Privatkunden. Also das wird eine schwierige Geschichte. Dieses Tapering, diese Rückführung der Anleihekäufe wird für die Fed viel einfacher werden als für die EZB. Dementsprechend dürfte dann eine Straffung der Geldpolitik zuerst durch die Fed erfolgen und viel später, wenn überhaupt, durch die EZB. Zumal die Wirtschaft im Euroland ja auch noch nicht so stark ist, zumal wir mit dem Reopening-Prozess hinten dran sind. Also das spricht dafür, dass wir
doch eine gewisse Dollar-Affinität sehen. Euro-Dollar ist ja sehr, sehr wichtig im sogenannten Dollar-Index mit 54% gewichtet. Sollte also Dollar zu Euro zulegen, dann wäre das für den Dollar-Index positiv. Wir sehen jetzt insgesamt, dass die Fed mehr Anleihen hält als die Ausländer, also mehr US-Staatsanleihen hält als die Ausländer zusammen. Das bedeutet also, dass die Verschuldung der USA immer mehr in die Bilanz der US-Notenbank wechselt. Das dürfte ein Prozess sein, der uns wahrscheinlich übergeordnet immer wieder begegnen wird. Die Notenbanken kaufen die Schulden auf und das Spiel geht so lange weiter, bis es nicht mehr weitergeht. Das gilt dann auch für den US-Immobilienmarkt. Hier sehen wir mal die Hauspreise in den USA und die Fed-Holdings von sogenannten Mortgage-Backed Securities, also hypothekenbesicherten Anleihen. Und wir sehen, die Fed kauft ja weiter fleißig im Rahmen ihres QEs diese Mortgage-Backed Securities. Der Hausmarkt schießt durch die Decke in den USA, Lumberpreise, all diese Dinge. Jetzt sehen wir, dass wahrscheinlich die Fed gezwungen sein wird. Der Druck wird jetzt schon immer größer. Mensch, kauft doch nicht mehr diese Mortgage-Backed Securities, damit unterstützt ihr einen Markt, der sowieso schon viel zu heiß gelaufen ist. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich die erste Tapering-Maßnahme schon relativ bald sehen, weil dieser Markt schlichtweg zu heiß läuft. Wir werden dann am Repo-Markt Veränderungen sehen. Die Fed muss wahrscheinlich einen Zinssatz dort erhöhen im Interbankenmarkt IOR. All das wird dann kommen, wohl vielleicht schon im Juni. Wenn wir jetzt abschließend noch zu China kommen, wir hatten heute Daten aus China, die so ein bisschen enttäuschend waren, was das Gewerbe betrifft, das aber ausgeglichen wurde durch etwas bessere Dienstleister heute, die PMIs, also die Einkaufsmanager, Indizes. Wir hatten schwache Daten aus Japan oder schlechtere Daten aus Japan. Also die Frage ist, wie läuft denn diese Konjunkturerholung wirklich weiter? Und wir sehen eben diesen China-Kreditimpuls, der driftet ins Negative und das dürfte mit einer Verzögerung dann eben auch uns betreffen. Das wird bedeuten, dass die Bäume wahrscheinlich in Sachen Wachstum nicht in den Himmel wachsen. Sehen das die Anleihenmärkte schon, die sich sagen, oh, wir haben zwar jetzt eine ziemlich hohe Inflation, aber wir glauben vielleicht nicht, dass dieses Reopening der Wirtschaft zu einem dauerhaften Boom wird, sonst müssten ja die Renditen für Staatsanleihen eigentlich viel höher stehen. Das ist die Frage, wer hier recht hat. Die Aktienmärkte gehen ja von einem massiven Boom aus, die Anleihenmärkte offenkundig nicht. Der Kreditimpuls aus China jedenfalls deutet darauf hin, dass es schwieriger wird. Und wir haben jetzt ja diese Dollarschwäche. Und die Chinesen, die machen sich schon Sorgen über die Aufwertung des Yuan. Wir sehen hier Dollar-Yuan in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Ja, es sei erwähnt. Dann sehen wir, dass wir hier immer weiter nach unten kommen. Jetzt versucht man so ein bisschen diese Geschichte zu bremsen seitens der Autoritäten, indem man zum Beispiel sagt, ja, die Fed könnte doch bald Tapering betreiben, liebe Herrschaften, Investoren, also man versucht denen ein bisschen Angst zu machen, um letztendlich eine weitere Aufwertung des Yuan zu verhindern und eine weitere Abwertung des Dollars zu bremsen. Das ist sozusagen das, was man jetzt vorhat. Möglicherweise wird es bald Interventionen zugunsten des Dollars geben, indem eben China sagt, Mensch, liebe Banken, staatseigene Banken, kauft doch mal ein bisschen Dollars und verkauft Yuan. Also das sind so ein bisschen die Perspektiven. Die Fed wird bald wohl agieren müssen auf zwei Fronten, Mortgage-Backed Securities, und wird versuchen sozusagen diese Probleme am Repo-Markt ein bisschen abzumildern, die derzeit da sind. Da haben ja einfach die Banken zu viel Excess Liquidity und zu wenig Collateral, offenkundig zu wenig Staatsanleihen. Und wir werden auf der anderen Seite jetzt eben hoffen müssen, dass dieser Juni, wenn er denn jetzt ab morgen anfängt, und heute werden wir wahrscheinlich am Memorial Day wieder so einen Tag haben, wo man das Wetter genießen sollte und sich weniger mit den Märkten beschäftigen sollte, denn es dürfte wieder mal fade werden, außer uns fällt uns irgendwie der Himmel auf den Kopf, was natürlich jederzeit passieren kann. Heute Abend gleichwohl ein Marktgeflüster. Mal sehen, was ich da Ihnen erzählen kann. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in die Woche und sage Servus und Ciao.